Barbara, ach, wo das fängt ja, steckt ja dieser Philipp schon wieder? Das weiß ich nicht, das fängt ja schon wieder gut an, weil außerdem ist überhaupt gar keine Apfelschorle hier. Ich meine, wer hat denn, hast du da nicht irgendwie das letztens aufgefüllt oder das was? Das ist nicht meine Aufgabe, mich um diese Getränke naja, zu kümmern. Schon. Das haben wir schon so oft durchgesprochen. Wer hat denn hier das, ich meine, das ist ja hier nur, dass dieses mit Kohlensäure das Zeug, das, da muss ich ja immer von aufstoßen. Trink doch einfach die Cola, du musst sie so ein bisschen schütteln. Und ja, dann nee, Cola mag ich überhaupt nicht leiden, da ist so viel Zucker, das ist ja, da gehe ich ja umsonst ins Fitnessstudio. Aber das kommt für ihn ist gut, finde ich. Nee, aber du jetzt kannst das rausschütteln, du musst das schütteln. Und dann kannst du das stehen lassen und dann wird das richtig schön. Nee, das mache ich nicht. Frau Klein, können Sie nicht mir eine Apfelschorle holen? Nein. Also die Apfelsaftschorle können Sie sich gerne selbst holen, Frau Barsch. Ja, aber anderes Thema jetzt mal. Apfelschorle hin oder her. Karneval steht ja vor der Tür. Wie sieht's denn aus? Was sind denn jetzt hier eigentlich so die Pläne hier an der Schule? Nein! Karneval, nee, das ist dieses Faschingsfest, davon halte ich überhaupt nichts. Also das ist halt, das kann man in Köln machen, das ist ja ganz witzig, die feiern das ja auch gefühlt das ganze Jahr. Das verstehe ich überhaupt nicht. Mit diesem komischen Kostüm, das finde ich auch ein bisschen lächerlich. Ich habe das letzte Mal im Kindergarten, glaube ich, Nein, also hier bei uns, das wird nicht gefeiert, Frau Klein. Ich meine, also die können ja alle zu Hause feiern und Sie auch, Frau Klein, privat, ne? Privat aber hier ist gerne machen, aber das ist nicht das Und ganz ehrlich, im Prinzip haben wir jeden Tag Karneval. Habt ihr mal das Outfit mancher Schüler angesehen? Hello, Allah oder was man so alles sagt. Ist das nicht toll? Das ist doch jetzt irgendwie die neue Jahreszeit oder so, Karneval. Guck mal, ich habe ganz viel Zeug gekauft. Wie heißt das eigentlich, Allah oder I love? I love Karneval. Sie auch? Guck mal, was ich hier alles gekauft habe. Hier so eine Konfettimaschine oder so. So noch mehr Hüte für alle. Wir können uns alle diese Teile aufsetzen. Ist das nicht witzig? Also, was habt ihr denn so für Karneval bisher geplant? Also, wir können ja jetzt gerne schon mal anfangen zu planen. Wir haben gerade schon gesagt. Also, Frau Klein fing auch schon mit diesem Thema an. Super, Frau Klein, sind wir uns mal einig? Wir feiern hier kein Karneval. Wieso feiern Sie denn kein Karneval mit uns hier in der Schule? Das funktioniert so nicht. Also, haben Sie sich Urlaub genommen, oder wie? Nein. Och nee, also das ist doch jetzt hier wohl ein Witz. Also Philipp, du machst dich da doch mit zum Obst der Woche da. Also ich will gar nicht wissen, was die Schüler da auf dem Schulhof über dich da gelacht haben, als sie dich da gesehen haben mit dem Clowns-Kostüm da. Oder? Also wir haben da gerade Barbara, ich hab dir das gesagt, ich mach das nicht. Wir feiern hier Ich mach Karneval. Das auch nicht, also so. Also das kann er in Köln machen. Das kann er in Köln machen, das sage ich genau. Ab nach Köln. Ab nach Köln natürlich mit Ihnen. Außerhalb der Schulzeit. Und mit dem Zug. Mit dem Zug, genau. Nicht mit dem ganze Auto. Kram da, was ich meine. Also wir werden das nicht tragen und Frau Klein, vielleicht privat, aber hier bitte. Wir bitte, wollen auch nicht, dass die Schüler das machen. Wir wollen das nicht. Das ganze Plastikkram, das supporte ich sowieso nicht mehr. Also bitte einfach. Und bitte nehmen Sie das ab, Sie können so nicht in den Unterricht gehen. Wenn ich auch noch mal was dazu beitragen darf. Also ich finde ja Karneval, das ist ja wirklich pädagogisch sehr sinnvoll für die Kinder, ja? Weil, ja, wir leben hier in einer bunten Welt und so und Karneval drückt... Ja, Karneval drückt diese bunte Vielfalt, die wir hier in unserer Gesellschaft auch haben, auch mit aus und deswegen ist das richtig und wichtig. Man muss ja nicht ganz so übertreiben wie Herr Philipp, auch wenn wir uns diesmal einig sind, genau, aber ja, ist doch cool. Bisschen Party, Spaß. Ja, Frau Klein, jetzt setzen Sie das doch mal auf. Hör mal, das wird super, dann sind wir fast im Partnerlook. Also, Sie beiden hier vorne, Sie sind ja totale Spaßverderber. Ich weiß ja gar nicht, was das soll. Also, ich habe diese ganzen Sachen extra gekauft. Ich war im Actionmarkt. Das hat alles unter 1 Euro gekostet. Mehr kann ich mir nicht leisten mit meinem Gehalt. Aber, das sollten wir dann jetzt ja wohl auch nutzen. Übrigens kriege ich das Geld dafür wieder. Kann ich den morgen einreichen? Den Beleg einreichen, als würde die Schule das unterstützen. Also, das ist ja, ach, das ist ja lächerlich. Wenn Sie da Ihr Geld für ausgeben möchten. Das ist man doch selbst schuld. Das da braucht man doch sich auch nicht lächerlich beschweren, dass man hinterher so wenig Geld hat, ne? Also, ist mir auch egal, also hier wird an der Schule das nicht gefeiert. Das ist also wirklich... Wir haben hier eine Null-Toleranz-Politik, was Karneval angeht. Ja, und ich finde schon schlimm genug, dass wir dann Rosenmontag haben und da ist ja immer in der Regel die Schule dicht. Das finde ich schlimm genug, dass das überhaupt gemacht wird. Und da brauchen wir nicht einen zusätzlichen Philippanz hier im Raum und auch nicht auf ihrem Kopf. Nehmen Sie doch mal jetzt bitte dieses Ding da ab und außerdem, was soll... Diese Kette auch. Ist das Hunde da überhaupt? Also, das ist so ein Hundehalsband. So ein Hundehals, dann nimmt man die, wenn man nachts Gassi geht, damit mein man... Mein Mann hat das für den Dackel auch. Ja. Sehen Sie mal. Ich soll das jetzt abnehmen? Oh Mann, Sie sind ab echt... Damit! Sie sind solche Spielverderber, also wirklich. Ich finde, das ist eine Frechheit. Ja, und was sollen wir jetzt an dem Karnevalstag machen? Einfach nochmal einen Unterricht? Das geht doch gar nicht. Die Schüler werden doch auch verkleidet hier auftauchen. Nee, also hier kommt niemand verkleidet zur Schule.
Das ist mir viel zu viel. Das ist ja letztens. Entschuldigung, erzählen. Also, wie die eh schon aussehen. Haben Sie mal diesen Herr Schnürschuh gesehen? Diesen Bibo, ja. Ich werde hier nicht ablässern, aber es ist ja egal, wer da was ist. Kein Lästern, das ist aber ich weiß ganz genau, wenn die mit Kostüm kommen, dann ist die Aufmerksamkeit weg. Da gibt es keinen Unterricht, da gibt es nur Kostüm. Und, da und die schneiden Schnürsenkel durch, die schneiden Krawatten. Das gehört auch noch dazu. Ja, und die malen sich mit Lückenstift an. Lückenstift also, an unserer Schule, das hätte ich aber gewusst. Aber vielleicht können wir das hier irgendwie. Was ist denn, wenn wir das irgendwie verhindern? Also wir denn den letzten Elternsprechtag? Dann brauchen die Schüler nicht kommen. Dann können wir die zu Hause lassen. Das ist natürlich jetzt ein guter Punkt. Ich meine, der letzte Elternsprechtag. Das ist schon lange her. Ja, ist nicht so. Ich meine, aber können wir ja einfach wieder einführen, mein Gott, oder? Ja. Also an dem Tag, an dem Karnevalstag machen wir das. Das heißt, die Schüler brauchen gar nicht kommen. Die können dann da extern feiern und die Eltern kommen. Richtig. Aber nicht, dass die Eltern noch verkleidet kommen. Nein, das schreiben wir auf diesen Zettel. Beziehungsweise Sie können das doch spontan als E-Mail schicken. Ja, stimmt. Schicken Sie mal die Einladung per E-Mail raus und dann schreiben Sie dazu, null Toleranz gegenüber Karneval. Das machen wir so. Und dann machen wir so, dass wir dann später gleich, wenn Sie in den Unterricht gehen, auch den Schülern schon mal da Bescheid geben. Ich gebe dass sie den dann da Schülern Bescheid. Die werden sich natürlich freuen. Okay. Die werden sich sehr freuen, dass die zu Hause feiern das so. Können. Gott sei Dank läuft alles digital. Also, Entschuldigung, meine lieben Kolleginnen, also das finde ich jetzt aber auch nicht in Ordnung gegenüber von Philipp, ja? Also, ich meine, das ist ja hier seine eigene Freiheit. Er darf ja wohl tragen, was er will, ob mit Hut oder ohne und wie auch immer. Also, und ich finde das wirklich nicht in Ordnung von Ihnen zwei, ja? Und ja, jetzt trage ich mir, jetzt setze ich diesen Hut auch mal auf. Also jetzt erst recht und vor allen Dingen, finde ich, dass die Kinder sehr wohl auch hier Karneval feiern sollten. Das finde ich wirklich super von Ihnen, Frau Klein. Ja, weiter so. Und aus Protest setze ich den jetzt auch auf. Und den habe ich jetzt auch fertig gemacht. Und ich finde, der passt perfekt zu Ihnen. So, den setzen Sie jetzt auch auf. So, und jetzt wird Karneval gefeiert. Verdammt nochmal. Ja, und ich habe ihn jetzt auch aufgesetzt. So sieht es nämlich aus. Und so werden wir heute den ganzen Tag hier schön unterrichten. Und die Kinder werden auch Karneval feiern. Und da gibt es gar keine Diskussion. Oder gibt es noch Gegenargumente? Hm? Ja, also natürlich habe ich hier noch was gegen einzuwenden. Das ist ja voll klar. Und wahrscheinlich bin ich nicht die Einzige hier. Das sieht aus wie nach Weihnachten oder so ein Tannenbaum hier. Also ich glaube, das soll ein Dinosaurier sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, auf jeden Fall. Der wollte mich beleidigen wegen meines Alters. Was? Nee, wie kommen Sie denn jetzt darauf? Aber ist ja auch egal. Also wir brauchen ja auch gar nicht abstimmen, weil ich bin ja immer noch Schulleiterin. Also, und ich bin ja die Vertretung, Frau Klein. Merken Sie sich das mal, richtig. Nicht Sie. Da brauche ich gar nicht mit euch rumdiskutieren, weil wenn ich sage, wir machen keinen Karneval, machen wir das nicht so. Und wir machen Elternsprechtag. Wir machen Elternsprechtag. Wer muss denn ganz besonders dringend kommen? Also ich will auch die Eltern von dem Schnürschuh mal, wenn die mal überhaupt da sind. Weil der Vater ist ja auch nur an Tour. Ne? Mhm. Der ist wahrscheinlich, ich weiß überhaupt nicht, ob der hier ist. Aber, und von seiner Cousine, die will ich auch sehen. Ja, ich auch. Hab ich die überhaupt schon mal gesehen? Ich glaube, die war noch nie da, oder? Wir rufen immer nur an. Schrecklich. Es geht nicht. Es geht absolut nicht. Wie Elternsprechtag. Aber sie sind wirklich unerträglich. Na gut, dann feiere ich eben privat mit einfach Frau Klein. So. Und wenn Elternsprechtag ist, dann möchte ich aber bitte mit den Eltern von Tessa sprechen, weil die hat nämlich ganz viel Potenzial. Das habe ich gesehen in meinem Vertretungsunterricht. Da möchte ich einmal vielleicht so drüber sprechen, was man da irgendwie noch fördern kann oder sowas. Und ob sie vielleicht dem Theaterkurs beitreten will. Sie sagt zu mir immer nein, aber vielleicht kann ich da ja nochmal was drehen. Also privat mit Ihnen Karneval feiern? Also nein, das ist ja wirklich unerhört. Also privat ist das eine und beruflich ist das andere. Also, aber vergessen wir das Ganze. Ja gut, wenn wir dann Elternsprechtag machen, dann würde ich vorschlagen, dann spreche ich mit Leylas Eltern, weil Leyla, sie ist wirklich eine sehr engagierte und schlaue, gebildete junge Frau, die es mal sehr weit bringen wird. Also ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial und das würde ich dann übernehmen. Naja, aber Sie können ja nicht verhindern, dass ich hier einfach im Karnevalskostüm am Elternsprechtag auftauche. Dass die Kinder sehr wohl auch hier Karneval feiern sollten. So. Oh. Ich bin einfach hart gesch... Halt, stopp, meine lieben KollegInnen, wenn ich jetzt auch mal nochmal was dazu beitragen darf. Ja. Barbara.
müssen wir tatsächlich diesen Elternsprechtag jetzt machen. Naja, also klar, wir haben uns ja extra dafür entschieden, dass wir halt keinen hier Karneval feiern müssen. Da war ja was, das ist auf unser Mist gewachsen, da müssen wir jetzt durch. Ja, aber ich habe gleich den ersten Termin direkt mit diesem Herrn Schnürschuh. Wie denn jetzt überhaupt nochmal? Schnür, ist das der Vater von dem Bio? Ja, ist das nicht dieser komische Musiker? Das will ich gar nicht wissen. Das ist mir vollkommen egal, dass diese Eltern nicht mitkommen, oder? Nein, nein, das mache ich alleine. Das ist mir echt so bunt. Du hast ja die Cousine von diesem Jungen. Ach ja, diese Chanel, das ist jetzt auch nicht besser, aber gut, mal gucken. Ja, ich bin gespannt, da kenne ich die Eltern jedenfalls auch nicht, weil die sind nämlich noch nie mitgekommen. Aber es ist definitiv besser als Karneval feiern, weil, also... Definitiv. Die haben es ja versucht, die Schüler. Oh, Philipp hat das unterstützt. Ja, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Das wundert einen ja nichts. Das wundert einen wirklich nicht. Nee. Müssen wir ganz dringend drüber reden, müssen wir da. Ja, und es ist schon tatsächlich 5 Minuten zu spät. Der Termin dauert nur 10 Minuten und dieser Mann kommt 5 Minuten zu spät. Das ist so unhöflich. Naja, wenigstens habe ich das Lehrerzimmer bekommen. Die anderen müssen das ja tatsächlich in den Klassenzimmern machen. Also unglaublich. DJ Bobby is in the house! Bin ich bei Ihnen richtig für den Elternsprechtag? Haben Sie schon mal etwas von Anklopfen gehört? Sie können doch nicht einfach hier hereinplatzen. Was ist mit Ihnen los? Dann setzen Sie sich mal. Ja, chill mal. Also ich habe Ihnen nicht das Du angeboten. Chillen Sie mal. Ja. Sie sind Herr Schnürschuh, das ist eine richtig? Schule hier. Sie sind ja schlimmer als Frau Barsch letzte Mal. Also Sie sind Herr Schnürschuh. Ja, ich bin Herr Schnürschuh. Mhm. Also, der Vater. Nein, ich bin DJ Bobby, also Sie kennen mich doch sicher. Ich kenne Sie nicht. Doch, vom Radio und so. Vielleicht, also ich weiß, es ist Karneval. Wir hatten eigentlich darum gebeten, dass keine Kostüme getragen werden. Ich feiere kein Karneval. Sie feiern kein Karneval? Nee, was ist denn das für ein Aufzug? Also entschuldigen Sie mal, ich habe meine Tour unterbrochen, um heute hier zu sein, weil das ja anscheinend wichtig ist. Das ist auch wichtig. Ja. Also wir müssen auf jeden Fall über die schulischen Leistungen Ihres Sohnes sprechen. Mhm. Und dann müssen wir über sein Sozialverhalten sprechen. Und dann möchte ich noch, das ist mir ein bisschen unangenehm, über seinen Look sprechen. Ja, okay. Ich nenne da, es mal. Also, wir können ja gerne mal damit anfangen. Der Rest ist ja viele Fans, wer braucht das? Also, nein, das geht wirklich gar nicht mit dem Look, ne? Das ist der letzte Punkt. Ich versuche ihm schon seit Jahren das auszureden, diese komische Weste zu tragen, aber was soll man machen? Ja, also bei Ihnen, bei Ihrem Aussehen, also das ist. Mir ist das schon klar, wo dieser Look, nenne ich das mal, herkommt. Also mir ist das absolut nicht klar. Also. Ja, also für mich ist das alles das Gleiche. Also wie gesagt, wir müssen dringend über seine schulischen Leistungen sprechen. Alles wenn gut, man, nein. Also nein. Wenn er versetzt werden möchte, es war ja letztes Jahr schon sehr knapp. Ja. Wenn das dieses Jahr was werden soll, dann braucht er dringend Nachhilfe. Besonders in Mathe und in Spanisch. Also ich habe gerade voll das Déjà-vu, als ob die andere Lehrerin mir das letzte Mal schon verklickern wollte. Ja, genau, es ist immer noch so. Es hat sich da nichts getan. Und warum, also Mathe braucht ja sowieso erstmal gar keiner. Aber was ist denn mit Spanisch? Das kann doch gar nicht. Also wir haben so viel Zeit auf Ibiza verbracht. Ich da weiß muss es nicht. Spanisch ist, reden. Er kann es nicht schreiben. Das ist das Hauptproblem. Wieso kann er das nicht schreiben? Es funktioniert ja, halt aber einfach gut. Nicht. Man redet ja auch hauptsächlich, und dann, ne? Ja, egal. Wie gesagt, vielleicht kann ich mal mit Ihrer Frau sprechen. Ich glaube, Sie sind da nicht sonderlich zugänglich. Ach, nee. Naja, Sie sind da nicht sonderlich zugänglich. Hat keine Lust. Das ist mir egal, ob die Lust hat oder nicht. Sie haben ja scheinbar auch keine Lust, darüber zu sprechen. Naja. Doch, ich rede doch mit also, Ihnen. Was ihr, reden Sie? Also, kommen wir. Also, jetzt sind Sie mal nicht so frech. Jetzt habe ich Sie darüber informiert. Wir sprechen jetzt über sein Sozialverhalten. Er ist da schon. Er ist bestimmt der Coolste in der Klasse. Ja, das ist mir ziemlich egal, wie cool meine Schüler sind. Sein Sozialverhalten, er ist da eher wie ein Sechsjähriger. Wie alt sollte er jetzt eigentlich nochmal sein? Ist das jetzt schlimm oder ist das eine gute Sache? Ich weiß gerade nicht genau. Es ist keine gute Sache. Wenn das eine gute Sache wäre, würde ich das nicht erwähnen. Ich bin hier, um mit Ihnen über die negativen Sachen zu sprechen, nicht über die positiven. Jetzt sagen Sie doch mal was Positives. Good vibes only und so. Gar nichts? Gar nichts. Gar nicht. Ich habe gar nichts Positives zu sagen. Challenge! Nein. Eine positive Sache. Nein, mir fällt nichts ein. Sagen Sie doch was Positives. Das ist ihr viel wichtiger. Es ist nicht meine Aufgabe, Ihren Sohn zu verhätscheln. Also er ist nett, denke ich mal. Ja, das ist doch was. Ja, siehste. Das ist doch was Positives. Ja gut, dann haben wir es ja. Naja, nicht wirklich. Tschüss. Sie dürfen gerne zu meinem nächsten Konzert kommen. Nein. Kostet nur 150 Euro, ne? Bis dann. So, als nächstes habe ich hier den Herrn Schnürschuh. Ach ja, das ist ja hier... Sag schon von dieser Chanel, die heißt ja auch nicht mal so, aber ist ja egal, da der Vater kommt jetzt. Dann bin ich ja mal gespannt, habe ich ja noch nicht kennengelernt. Auf jeden Fall kriegt Chanel noch Ärger wegen dieser Karnevalsgeschichte, dass er trotzdem gefeiert, obwohl es strikt verboten war. Ach ja. So, Herr Schnürschuh. Hallo, ich bin Herr Schnürschuh. Okay. Ja, dann kommen Sie doch mal rein, Herr Schnürschuh. Ich bin Herr
der Schnürschuh. Ja, ich weiß, das haben sie jetzt schon zweimal gesagt. Hallo. Ich bin ein bisschen erkältet. Mhm. Ja, ja, ich bin Herr Schnürschuh. Ja, jetzt haben sie schon das dritte Mal gesagt, ne? Herr Schnürschuh. Ja, ich bin Herr Schnürschuh. Mhm. Ihr Bart geht da so ein bisschen ab, ne? Ja, der ist nicht so gut. Ja. Ich lasse den erst frisch wachsen. Ach so, frisch wachsen, deswegen ist er auch schon so lang, ne? Mhm. Chanel, komm, hör auf mit ich hier. Ich bin nicht Chanel, ich bin Herr Schnürschuh. Verkackeiern. Ja, ich bin Herr Schnürschuh, ich bin mein eigener, also ich bin Chanels Vater, ja. Okay, Chanel, komm. Ich bin nicht Chanel. Sag einfach, warum konnte dein Vater nicht kommen? Mein Vater, ich wollte, na gut, okay, ja. Also das ist ja wirklich ein Aufzug, naja, das habe ich noch nie gesehen, was ist das überhaupt? Das ist so komischer Stoff, ich weiß nicht. Nein, also ich wollte keinen Ärger bekommen wegen Karneval und, Den gibt's aber gleich noch. Ja, deswegen habe ich meinen Eltern nicht Bescheid gesagt wegen dem Elternsprechtag und jetzt bin ich hier, ich dachte, das geht, aber scheinbar. Also das ist wirklich Chanel. Sowas ist mir echt in den ganzen Jahren, an denen ich hier an dieser Schule bin, auch in den anderen Schulen, ist mir noch nie vorgekommen, ehrlich. Also, ist das sehr kreativ von mir. Das ist kreativ, ja. Da wird sich wahrscheinlich ein Philipp, der wird ihm wahrscheinlich wegen Kreativität eine gute Note geben, aber das ist kein Fach, ne? Also, Chanel, was soll ich sagen? Notentechnisch weißt du selbst, oder soll man weiß das auch mal alles ich, weiß ich, weiß ich. Kann ich wieder könnte, gehen? Nee, könnte besser sein. Ja, wir haben viele Vieren, aber auch Dreien. Ja, so langsam wird's, war schon mal schlechter, ne? Muss ich sagen, hier bei den Vermerk ist es zum Teil besser geworden. Die Kopfnote, Sozialnote, ist alles besser geworden. Sie können sich mehr melden im Unterricht. Aber das mit der Karnevalsaktion, da bleibt mir nichts anderes übrig, als dann halt, wenn ich mit ihren Eltern nicht privat sprechen kann, dann muss ich halt nochmal telefonisch, dann muss ich nochmal anrufen, ne? Oder halt einen Brief schicken. Das geht halt nicht anders. Ne? Dann muss ich einfach nochmal mit ihren Vater sprechen. Vater natürlich, Entschuldigung, mit ihren Schnürschuh. Wenn man den erreichen kann, ne? Vielleicht erreichen sie Oma. Ja, und von mir aus auch. Ihre Oma ist mir egal. Hauptsache, ich muss da jetzt mal mit jemandem sprechen, außer mit ihnen und ihrem komischen Bruder, ne? Jetzt kommt gleich Leylas Mutter, da freue ich mich ja schon sehr drauf. Ich meine, der Notendurchschnitt von Leyla, der ist einfach super. Also so eine intelligente junge Frau, die hat wirklich eine große Karriere vor sich. Also da stelle ich mich doch auf ein sehr gutes Gespräch gleich drauf ein. Hier wirklich nur Einsen. Ah, das Einzige hier natürlich in Mathematik, da ist es so eine 1 bis 2, schon fast eine 2. Aber gut, da können wir ja gleich nochmal drüber quatschen und... Ich freue mich. Also ich bin sehr gespannt, wie die Mutter von Leyla sein wird. Also ich stelle mir da so eine richtige, intelligente Frau vor. Ach, da muss sie schon sein. Ach, haben Sie sich verirrt? Nee, ich bin Frau Abendroth. Sie sind Frau Klein, oder? Weil ich habe jetzt ja mit Ihnen das Gespräch wegen meiner Tochter, ne? Freut Super. Mich. Ja, mich auch. Okay. Ja, können wir starten, dann, oder? Ach so, genau. Ja, setzen Sie sich doch. Also Sie sind die Mama von Leyla. Genau, ich bin die Mutter von Leyla, genau. Okay. Ja. Ja. Sie sind auch neu hier, weil Sie habe ich ja noch nicht gesehen. Genau, ich bin noch nicht so lange an der Schule. Okay. Aber interessant, ja. Mhm. Okay. Tut mir leid für meine Verwirrung. Das ist, alles ja. gut, bestimmt also, ein langer Tag. Genau, also Leyla, also... Ich über ihre Tochter sagen. Also sie ist ja wirklich so eine einzigartige Schülerin. Wirklich, wirklich die Beste mit den besten Noten. Wirklich in allem Top. Ich habe mir gerade ihren Notendurchschnitt nochmal angeschaut. Also wirklich 1,1. Wirklich klasse. Das Einzige. Genau, bei Mathematik, da hat sie eine 1 bis 2 fast. Ach, schon das hin. Hat ihr fast schon das Herz gebrochen 2. zu Hause. Genau, also ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, bei so einem guten Notendurchschnitt, also sie wird ja so eine erfolgreiche Karriere haben. Also wirklich, ja, sie redet Pläne. Ja, genau, sie spricht ja auch schon über Journalistenstudium und alles. Ich kann das schon gar nicht mehr hören. Ja, genau. Warum? Und das ist also alles positiv, alles eins und... Ja, alles perfekt. Also, es gibt nichts, wo man irgendwie sagen könnte... Nee, also wirklich auch Sozialkompetenz und alles. Also sie integriert sich super, sie meldet sich, sie ist ja auch Klassensprecherin, ja, sie ist Schulsprecherin, also sie ist wirklich... Und auch in der Schach-AG ist sie auch noch. In der Schach-AG, das ist... Ja, die leite ich ja, die Schach-AG. Ja, ich halte da ja... Sie leiten die auch noch. Also ich bin mal ehrlich, ne, ich halte nicht viel von dieser Schach-AG. Ich finde das furchtbar langweilig. Leyla ist zu Hause nur am Lernen und immer nur Schule. Als ich in ihrem Alter war, da habe ich richtig gelebt. Ich habe dir das gesagt, lebt doch mal, geh doch mal raus. Aber die macht ja nichts, die hängt ja nur in der Bude und lernt. Ich finde, das ist furchtbar langweilig. Und immer diese langweiligen Haare. Also ich bin ja ein Fan von mal fancy Frisuren und so. Aber die Leyla, die hört ja nicht, aber ist ja egal. Auf jeden Fall möchte ich nicht mehr, dass sie in diese Schach-AG geht. Ich finde, Schach ist irgendwie für Männer oder für Jungs und nichts für Leyla. Und ich finde, das ist einfach...
Das ist einfach, dass da so Figuren da rumschubsen, die sollen mal lieber shoppen gehen mit ihren Freunden, ja? Also ich finde das super mit den Noten, Dank, vielen Dank. Aber sagen Sie, vielleicht können Sie ihr es auch noch mal eintrichtern, dass Sie einfach sagen, Schach-AG, schlagen Sie immer eine Shopping-AG vor oder irgendwas Gescheites, ja? So. Also da muss ich jetzt mal aber widersprechen, weil also die Schach-AG, die macht schon durchaus Sinn. Das fördert und fordert die Leila. Das ist genau ja, das, was sie braucht. Aber das ist doch furchtbar langweilig. Ich meine, das ist jetzt nichts gegen sie, ne? Also sie sehen ja auch so adrett aus und dass sie die Schach-AG machen, das wundert mich ja jetzt auch nicht, ja? Also wie gesagt, ich bin super, dass Leila gute Noten hat. Die hat eine tolle Zukunft. Das wird alles, aber das ist halt alles immer so langweilig, ne? Also hören Sie mal, das ist ja wirklich jetzt hier unerhört und also Ihre Tochter ist wirklich einzigartig. Ja, das weiß und, ich. Das muss ich mir jetzt hier auch nicht anhören, dass ich hier adrett gekleidet bin oder langweilig oder dass Ihre Tochter langweilig ist. Also das muss ich mir hier nicht von einer Mutter von Abendbrot hier sagen lassen, dass ich hier adrett gekleidet bin oder langweilig oder mit Schach gehe. Vielleicht sollten Sie mal Schach spielen gehen. Vielleicht ist das nämlich gar nicht mal so langweilig, Schach zu spielen. Ich und Schach. Also ja, Einzige, das was fordert ich spiele, Ihr Gehirn. Das Einzige, was ich spiele, ist im Casino. Und da gehe ich auch jetzt wieder hin. So. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wir haben doch noch nicht über alles gesprochen. Warten Sie doch mal. Also eigentlich müsste man mal was an diesen Klassenzimmern machen. Die sehen einfach alle gleich aus. Das ist furchtbar. Also super eintönig und überall die gleiche Deko und die gleichen Sachen liegen hier rum. Das Klassenbuch, naja, total langweilig. Ich hoffe, mein Gespräch wird ja nicht so langweilig. Ach, das ist wahrscheinlich, wer auch immer, Eltern von Tessa. Hallo, sind Sie die Mutter von Tessa? Jo, was geht, Philipp? Kennen wir uns schon? Philipp. Ich bin's, Tessa. Ach, du bist Tessa. Ich dachte, sie würde einfach genauso aussehen wie Tessa. Philipp, nein, ich habe nur einen Weihnachtspullover an, weil meine Eltern haben mich gezwungen, meinen besten Pulli anzuziehen und mich hier irgendwie ordentlich zu kleiden, weil die können nicht kommen. Wie, die können nicht kommen? Warum denn? Ja, setz dich dann doch erstmal. Wie auch immer. Jo, ja, die können nicht kommen, weil die sind immer so beschäftigt mit Business. Sie wissen, unsere Familie ist da ein bisschen, ja. Genau, deswegen bin ich hier, jo. Was müssen wir besprechen? Ja, also eigentlich muss ich ja mit den Eltern sprechen, aber neue Leute kennenlernen ist ja sowieso immer super nervig. Ja, dann kann ich auch einfach ihnen irgendwelche Informationen geben, was auch immer. Also hier sind die Noten, ja, sind okay. Noten sind ja sowieso nicht so wichtig, oder Tessa? Noten hin oder her, aber ich habe hier in Mathe, da stehe ich auf der Kippe zwischen 4 und 5. Ja? Können Sie da eine 4 eintragen? Kommen Sie, Philipp, wir sind doch cool. Naja, das ist von Frau Bonkemper Müller das Fach, ne? Ja, also, genau deswegen. Die merkt das, wenn ich das tue. Also das, kommen Sie, mach doch bitte ein Auge zu, bitte, komm, eine Note besser, komm, ist doch, also, die das merkt kann das ich wirklich doch nicht, nicht machen. Die ist doch also, schon alt. Ich meine, bei Kunst stehst du ja schon eins, von daher, okay, das gleicht sich bestimmt aus. Kunst habe ich die eins, okay. Ja, da habe ich einfach allen eine eingegeben. Aber Kunst ist doch kein Hauptfach, oder? Außer Leila. Also ich meine, so gut kenne ich mich jetzt nicht aus, aber ich dachte, man muss dann Mathe mit Deutsch oder so und Deutsch habe ich auch eine 3+ oder so. Oder was habe ich denn in Deutsch? Okay, Moment. Vielleicht ändere ich was. Ja? Wenn du in der Theater-AG bleibst. Deal. Okay, super. Dann machen wir das so. Alles klar. Ich das dann nachher rein. Reicht für heute, oder? Ja, dann könnt ihr gehen und dann kann ich ja gleich dann noch irgendwas anderes machen. Jo, alles klar. Ciao. Und tschüss. Ach, da muss sie ja schon sein. Ach, hallo. Hallo. Ich bin Frau Abendroth. Sie sind Leila. Ach so. Sie sind, oh Gott, sie sind Leila. Oh Gott. Sie ist sehr verwirrt. Okay. Nee, wir können das ja einfach... Ich kann echt nicht glauben, dass Philipp und Frau Klein sich jetzt im Karneval freigenommen haben. Ich kann es zwar blöd finden, aber ich konnte es ja nicht verhindern. Ich kann ja keine Urlaubssperre geben. So, wo dieser Philipp heute endlich Urlaub hat, nutze ich die Gelegenheit, um mit Frau Barsch über ihn zu sprechen. Das funktioniert absolut nicht mehr. Ach, guten Morgen, Barbara. Gut, dass du schon da bist. Ich wollte mit dir reden. Ja, das fängt ja schon mal gut an. Es ist wirklich dringend. Ja, wegen guten Philipp. Morgen erstmal, ja. Ja, guten Morgen. Entschuldigung. Okay, Philipp, ja. Du musst ja höflich. Mhm. Aber wir müssen über Philipp reden. Ich bin so froh, dass der heute Urlaub hat, ja? Ja, ich dass bin jetzt so semi-froh. Endlich ist die Gelegenheit. Na gut, haben. Okay, was liegt dir auf? Also, ist, das hat das fast jetzt wirklich wieder zum Überlaufen gebracht. Ja, Karneval. Ja, ich das weiß. Das funktioniert nicht. Nee. Also, er kann das nicht unterstützen, dass die Schüler sich gegen die Regeln, die wir setzen, dass er das unterstützt. Das also, ich habe ihn erwischt. Funktioniert auch nicht mehr. Ich habe ihn erwischt dabei. Und das funktioniert nicht. Also ich bin tatsächlich dafür, ihn, wie sagt man das,
zu feuern. Ja, also ganz ehrlich, ich gebe dir da recht, ja. Also ich finde, das ich finde das sehr gut, dass wir uns da endlich mal einig sind. Mich nervt das auch echt. Na, ich will das auch nicht mehr mitmachen. Und man muss ja auch überlegen, was er sich in dem letzten Jahr alles schon geleistet hat. Der musste auch eine Kunstfortbildung machen. Ja, ich weiß, die unendliche Geschichte. Und er hat ja gar nicht studiert. Ich weiß, also Fakt ist... Und im Gefängnis war der bestimmt auch schon. Ja, wahrscheinlich. Also Fakt ist, wir können natürlich nicht feuern, solange wir keinen Ersatz für Kunstunterricht haben, weil... Wir können den Kunstunterricht nicht machen. Der soll auch nicht. Ich Kunstunterricht. Ich ja auch nicht. Ich unterrichte überhaupt nichts. So, und ich will auch nicht, dass der Unterricht wegfällt. Das heißt, wir bräuchten erstmal Ersatz. Ne? Ja. Wir sind ja eh hier, wir haben eh Lehrermangel. Das heißt, wir müssen erstmal Ersatz finden und dann können wir den rausschmeißen. Wieso studieren die Leute denn kein Kunst mehr? Ich weiß es nicht, aber wir sollten auf jeden Fall Ersatz finden. Ja. Am besten starten wir eine Anzeige oder ich weiß gibt nicht, es gibt genug Lehrer da draußen. Gibt es nicht diese Initiativbewerbung, die hin und wieder reinflattert? Ja, diese komische Post, die da immer kommt und diese E-Mails, die sie kriegen. Ja, das haben Sie da nicht einen extra Ordner für, wo Sie das reinschieben? Ja, stimmt. Können Sie da nicht mal rein? Vielleicht soll ich da mal wieder rein. Gucken Sie da mal rein. Eingestaubt, ja, mach mal, Barbara. Ja, dann gucke ich da rein. Okay, ich gehe mal kurz am PC. So, da bin ich wieder. Ich habe da was gefunden. Also, wir haben mehrere Bewerbungen. Der Rest ist Quatsch. Da ist eine. Eine ist da. Die schaut vernünftig aus. Die macht auch Kunst und irgendwie noch andere Fächer. Also, die macht mehrere Sachen. Das heißt, von der können wir, glaube ich, viel erwarten. Kompetente Frau, gefällt mir. Ja, also, das schien mir ganz vernünftig. Irgendwie sieht auch ganz nett aus. Also, ja. Da würde ich sagen, die laden wir einfach ein. Die hat auch geschrieben, die hatte irgendwie jederzeit Zeit. Die wäre bereit. Ich lade die einfach ein. Ja, lade die mal ein. Also, ich hätte, wann hatten wir denn Zeit? Morgen vielleicht um 15 Uhr? Ja, das ist super. Also, mir ist das eh egal. Ich mache eh keinen Unterricht. Ja, das machen wir so. Dann lade ich die mal ein und dann. Ich hoffe, das wird morgen was. Ich drücke ganz fest die Daumen. Ich auch. So, ist Mensch, ja, dann machen wir mal auf, ne? Ach, hallo, die Sonnenschein. Hallo. Schön, Sie hallo, Sunny war richtig, ja? Ich bin Sunny Sonnenschein. Und Sie? Wirklich Sonnenschein? Ja. Und Sie, Frau Barsch? Genau, Barbara. Ach, genau. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich freue mich sehr. Schön, dass Sie hier sein können. Ja. Kommen Sie gerne mit. Meine andere Kollegin, die kommt auch gleich dazu. Ja. So, genau, hier entlang. Ach, hier ist ja freie Platzauswahl. Ja, genau, ich würde sagen, setzen Sie sich doch gerne dorthin, weil dann können, genau, dann kann ich meiner Kollegin... Natürlich. Ja? Natürlich. Genau, möchten Sie einen Kaffee oder einen Tee haben vielleicht? Also wenn, dann bitte Wasser still. Das geht auch, kann ich Ihnen auch bringen. Oder haben Sie auch Apfelsaftschorle? Apfelschorle, ja, die haben wir auch, klar. Ja, dann eine Apfelsaftschorle, bitte. Okay, alles klar. Bitte schön, die Apfelsaftschorle, ne? Okay, so, dann ja, ich muss jetzt einmal, weil sie jetzt kommt, damit wir anfangen können. Ja, guten Morgen auch. Ja, morgen. Ja. Ach, Sie sind die Frau Sonnenschein, genau, habe ich gelesen. Genau, das ist Sunny Sonnenschein, genau. Ja. Stellen Sie sich am besten einfach selber kurz auf. Ich bin Frau Bodenkämper-Müller. Ich bin die stellvertretende Schulleitung. Mhm. Frau Barsch, ich weiß nicht, hast du dich schon vorgestellt, Barbara? Ja, entschuldige. Ja, ich habe dich natürlich schon vorgestellt. Also hier am Gebäude müsste auch mal was gemacht werden. Ja, das ist hier alles nicht mehr immer, so. Was ist denn das alles hier? Alles hier wieder Chaos. Denn jetzt? So, danke schön. So, okay. Gott. So, dann setz dich doch auch, Barbara. Ja, dann erzähl du doch mal. Ich meine, du zusammen mal direkt, oder? Dann erzähl du doch mal, Sunny. Bin ich kein Freund was von. Ich hätte das gerne gewusst. Also einfach, glaube ich, so die Fächer erstmal, oder? Oder erzählen Sie doch mal von sich selbst, du. Ja, also nochmal herzlichen Dank und hallo, Frau Bodenkämper-Müller, Sie Sonnenschein. Schön, Sie kennenzulernen. Also, ja, ich freue mich sehr. Also, wie gesagt, also ich bin Sunny Sonnenschein und ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie mich schon von TikTok oder so. Also, da hatte ich ja letztens so einen ganz viralen Tanz und so aufgeführt und so. Und da bin ich schon ganz schön berühmt, so kann man schon fast sagen. Also, naja, ach, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wissen Sie, also ja, naja, auf jeden Fall... ja, also hier unterrichten, genau, das kann ich gerne machen, weil man kann viel von mir lernen. Also genau, also ich habe ja auch so ein bisschen das Leben studiert, kann man so sagen. Und dann war ich auch schon oft im Wald draußen und so in der Natur, deswegen also Bio oder so. Genau, und ansonsten habe ich auch noch viele weitere Interessen. Was wollen Sie denn genau wissen? Ja, okay, also das klingt ja schon mal interessant. Genau, jetzt die Fächer, ne? Ist jetzt also erstmal das Wichtige. TikTok ist bei uns an der Schule, also ich würde das hier gerne verbieten. Ich würde das gerne verbieten, aber ich habe da gehört von meiner werten Kollegin Barbara, dass das nicht so einfach ist, den Schülern hier an der Schule TikTok zu verbieten. Ich würde ja am liebsten das Internet verbieten, aber das ist ein anderes Thema. Also, zurück zum Wichtigen. Was sind denn tatsächlich Ihre Fächer? Was würden Sie denn mit den Schülern machen? Weil wir sind ja hauptsächlich auf der Suche nach einem Ersatz für unseren Kunstlehrer, wenn ich das so sagen darf. Ach ja, Kunst! Also Kunst ist gar kein Problem. Also, da
können wir ganz viel. Also Kunst, das ist ja so ein großes Wort. Kunst. Also allein das Wort schon, das ist schon so, huch, also da geht mir schon das Herz auf. Weil wissen Sie, ich lebe ja nach dem Motto, ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Entschuldigung, aber haben Sie hier was zum Öffnen für die Apfelsaftschorle? Ach, danke schön. Ja, ich muss erst mal was trinken. Also, ach, das ist so aufregend alles. Also dann, cheers. Die Fächer. Frag ja. Nochmal nach den Fächern. Genau, und was war jetzt mit den Fächern? Also Sie können Kunst unterrichten, stimmt, weil, ne? Und ich glaube, da stand ja auch was mit Philosophie, Pädagogik oder Bio irgendwas noch bei Ihnen drin in der Bewerbung. Deswegen, das wäre auch möglich, dass Sie das unterrichten können? Ja. Also ist überhaupt gar kein Problem. Also ich bitte Sie, ein bisschen Bio, also da können wir ein bisschen in die Natur gehen. Also ich gehe ja sowieso total gerne in den Wald und so. Und Sportunterricht, kein Problem. Also ich kann ja tanzen und so, das habe ich von meiner Mitbewohnerin gelernt, von der Melody, eine ganz bezaubernde junge Dame. Naja, auf jeden Fall, da kann ich auch ein bisschen Tanzunterricht geben, also dann haben wir auch Sport gedeckt und ja genau, Bio machen wir im Wald und dann machen wir Tanzen im Sport, dann Kunst. Ja, und zu guter Letzt natürlich Pädagogik und Philosophie, ganz, ganz wichtig, dass wir die Weisheiten des Lebens erlernen und vor allen Dingen ganz viel atmen. Namaste. Das ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nee, das ist nicht so ganz. Aber ich muss meine wichtigste Frage noch stellen. Okay. Also, ja. Meine wichtigste Frage ist immer, da bin ich auf der Suche tatsächlich nach Gleichgesinnten hier an der Schule. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Wie stehen Sie zu diesem, zu dieser Kopiererfrage? Also, unterstützen Sie das oder sind Sie dagegen? Was ist das denn für eine Frage? Das ist mir wichtig, Barbara. Du weißt, dass mir das wichtig ist. Kopierer? Also kopieren? Also Papier? Papierverschwendung? Also nein, das, da bin ich völlig dagegen. Also das ist wohl wahrscheinlich auch in Ihrem Sinne. Also weil Bäume, die haben auch Gefühle und lieber sollte man nicht so viel Papier verwenden. Also ich merke mir das alles schön in meinem Köpfchen. Ja, also gut, Barbara, das ist ein hartes Veto von mir. Also ich sehe das komplett anders. Kopierer, Kopien sind das A und O an der Schule. Das ist das kleine 1x1, wenn ich kopiere, der unterrichtet sich. Ich gehe, ich bin raus hier. Jetzt haben sich doch nicht so, deswegen... Guten Tag, da ist mir Philipp lieber. Ach Mensch. Das ist, ja, es tut mir leid, dass das jetzt so weit kommen musste. Danke auf jeden Fall für das Gespräch. Ich würde sagen, wir überlegen uns das mal, setzen uns nochmal zusammen mit den Kollegen und dann besprechen wir das und dann werde ich mich einfach bei Ihnen melden, ja? Ach, wunderbar. Ach, tatitata, da geht auch schon die Feuerwehr ab. Naja, wie auch immer. Das war, glaube ich, ein Zeichen. Dann nehme ich die Apfelschorle mit, ja? Oder Apfelsaftschorle, Sie wissen. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall... Vielen Dank für das nette Gespräch und vergessen Sie nicht, immer schön weiter lächeln. Tschüss! Ach, ja, los, dann, wie gesagt, wir melden uns dann, ja, ne? Guten Tag! Ja, guten Tag. Tschüss! Hat sie auch sogar die Flasche mitgenommen mit dem Pfand, naja. Also, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt, bin ich ehrlich, ne? Also, gut, Frau Bohnenkörper-Müller konnte sie mit Sicherheit nicht überzeugen. Ja, ich war jetzt auch nicht so begeistert von der, also. Da weiß ich auch nicht, ob das dann die Lösung ist. Ich denke nicht. Also wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir dann doch Philipp erstmal behalten. Naja, erstmal. Heißt ja nicht, es muss ja nicht für immer sein. Aber ich glaube, ich schaue mich auf jeden Fall weiter nach neuen Bewerbungen um. Wunderschöne Zeichnung. Oh, das Telefon klingelt. Reißt mich einfach aus meiner Bubble raus. Okay. Hallo, wer ist da? Ach, Barbara, du bist... Ja, nein, ich habe gar keine Kontakte eingespeichert. Ist ja auch egal. Was gibt's denn? Warum sind Sie nicht hier? Ach so. Naja, okay, gut. Was, Sie haben zwei Aufgaben für mich? Warum soll ich denn zwei Aufgaben machen? Das ist doch viel zu viel Arbeit. Warum soll ich überhaupt eine Aufgabe machen? Ich soll mich verbessern wegen diesem blöden Fauxpas an Karneval? Ach, ja, gut, dann muss ich mich wohl irgendwie beweisen. Ja, was gibt es denn für Aufgaben? Okay. Ich soll mich um den Betriebsausflug kümmern? Ach so, ja, das Budget klingt ja eigentlich ganz gut. Ja, da finden wir bestimmt was Gutes. Ich kann mich ja vielleicht mit Frau Bohnenkörper-Müller zusammentun oder so irgendwas... rausfinden, was man da so machen kann. Ja, gut, das kriege ich schon irgendwie hin.
Und was war jetzt die zweite Aufgabe? Wie, ich soll nicht so genervt sein. Seien Sie mal nicht so nervig. Okay, also die zweite Aufgabe ist, ich soll mich um einen Erste-Hilfe-Kurs kümmern? Ich kann gar keine Erste-Hilfe. Ach so, ich soll jemanden besorgen, der diesen Kurs macht? Ach, okay. Ja, dann kann ich ja einfach die Bewerbungsunterlagen und so durchgehen, ne? Ja, okay. Was? Ja, egal. Tschüss. Gut, dann, habe ich jetzt wohl doch was zu tun. Warum ruft mich denn jetzt Barbara an? Die sollte doch eigentlich schon da sein. Hallo? Ja. Hallo, Barbara. Ja, wo bist du? Was? Was, du bist auf Fortbildung? Das kann doch nicht sein. Wieso denn schon wieder? Im Schwarzwald? Nein. So spontan. Wie? Nein? Nein, 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 nein. Ich mache nicht mit Philipp den Betriebsausflug. Nein. Nein, dann gehe ich besser nach Hause. Nein. Das kannst du... Okay, gut, das, bei dem Budget, da habe ich bestimmt Ideen. Aber kann ich das nicht alleine machen? Ich will das nicht. Wie? Ich muss lernen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist doch lächerlich. Na gut, aber es ist das letzte Mal, Barbara. Wirklich, es ist das allerletzte Mal. Ja, bring mir was aus dem Schwarzwald mit. Ja, mhm. Bis denn übermorgen. Ja, bis dann. Also sich die ganze Bewerbung hier angucken, das macht ja eigentlich richtig Spaß. Ach, Moment. Die sieht doch sympathisch aus. So eine schöne Frisur. Sieht fast ein bisschen aus wie meine. Und, ja gut, hier steht auch, sie hat im Krankenhaus gearbeitet. Ich meine, die Bewerbungen sind ja eigentlich für einen anderen Job gewesen hier an der Schule, aber sie hat im Krankenhaus gearbeitet. Dann kann sie hier doch bestimmt auch den Erste-Hilfe-Kurs machen. Und sie hat immer Zeit? Na, dann mache ich doch einfach mal direkt einen Termin aus. Hallo, haben Hallo. Sie dich gemeldet für den Erste-Hilfe-Kurs? Ja, die Sonnenschein. Hallo, schön, Hallo. Sie kennenzulernen. Philipp war Ihr Name. Philipp. Und dann Sie, Sunny. Was für ein schöner Name. Kommen Sie genau. doch direkt mit. Namen, Sie mit, kommen Sie mit, kommen Sie gar mit. Nicht. Also Frau Sonnenschein reicht völlig aus. Also, dann ja. setz dich doch. Ich mach ja. mal du, ja? Ja, danke schön. Sie sind so sympathisch. Ja, Sie sind also, auch Frau Sonnenschein. Sehr nett. Ja. Ach, das erinnert mich an die Sonnenblumen. Ja, genau. Kennen Sie das berühmte Gemälde, die Sonnenblumen von Van Gogh? Ja, ich hätte nämlich auch Kunstlehrerin werden können. Mhm, mh. Ja, der Job ist schon belegt. Das bin nämlich ich. Genau. Aber genau. Sie sind ja jetzt hier, um den Erste-Hilfe-Kurs zu machen, ja, ne? Sie ja. sind ja auch schon. Also, Sie sehen ja echt aus wie eine Ärztin. Sie ja, sind ja top vorbereitet hier mit Mantel, Maske. Genau. Finde ich richtig gut, dass genau. Sie sogar eine Maske tragen. Das ist wirklich. Also, ich freue mich sehr, dass ich hier nochmal zum. Also, dass ich hier zum Bewerbungsgespräch kommen darf. Mhm. Das ist ganz nett. Ja, ganz ehrlich. Bleiben Sie doch einfach. Also ich habe auch keinen Bock, mich mir noch weitere Leute irgendwie anzugucken und weitere Bewerbungen anzuschauen. Sie haben den Job fertig. Ja? Ja. Ach, Sie sind doch. Ja ein Sonnenschein. Da freue ich mich ja sehr. Ach, Sie sind doch Frau Sonnenschein. Ja. Naja, wir müssen nachher noch. Wir müssen auf jeden Fall, also wie gesagt, ich habe super viel zu tun auf einmal. Ja. Ich habe noch einen Termin mit meiner Kollegin, Frau Bodenkämper-Müller. Wir müssen okay. nämlich auch noch den Betriebsausflug planen. Bleiben okay. Sie einfach hier. Weil ich muss Ihnen ja noch alle Räume und so zeigen. Das gehört ja noch irgendwie dazu. So eine Führung durch die Schule. Dauert das noch lange? Weil ich habe heute noch ein bisschen... Nein, nein, ach. Philipp, ach sehr gut, Sie sind zum Glück hier. Wer sind Sie denn? Naja, egal. Warum sitzen Sie auf Barbaras Platz und warum sitzt du auf meinem Platz, Philipp, weg da. Ist meine Brille übrigens hier? Wir müssen den Betriebsausflug planen. Ich habe nicht so viel Zeit heute. Hier ist auf jeden Fall meine Brille. Also, meine Liebe, gehen Sie... Also Philipp, wollen Sie da sitzen bleiben heute? Ja, ich sitze hier jetzt schon. Also, es ist dann, schon warm meine gesessen. Dame, weg. Ja. Ich habe mit meinem Kollegen etwas zu besprechen. Ja, okay. Weg okay. mit Ihnen. Okay. Seien Sie mal nicht so unhöflich. Wer ist sie überhaupt? Also Sie machen vielleicht ein Theater. Wir sind übrigens noch beim Sie, nicht beim Du. Und das ist wegen Ihnen. Also wie auch immer. Sie machen hier total das Theater und sind unhöflich. Das ist unsere neue Kollegin, zumindest für wahrscheinlich einen Tag, die den Erste-Hilfe-Kurs nämlich machen wird. Und das ist nämlich die Frau Sand. Frau Ärztin. Ja, was auch immer. Also, Sie haben sich jetzt um den Erste-Hilfe-Kurs gekümmert? Ja, Frau Barsch hat mir das aufgetragen. Ich hatte zwei Aufgaben heute. Ja, das war die eine. Anstrengend. Und die andere ist der Betriebsausflug, hoffe ich. Richtig, genau. Deswegen, ich habe ja darum gebeten, dass wir das zusammen machen, damit ich das nicht alleine machen muss. Ja, also, ich finde, das Budget klingt sehr gut. Ja. Also, ich finde, 1000 Euro pro Person ist schon, Happig. Nee, happig ist das Schlechte oder das ist Gute? Happig ist das Schlechte, mein Lieber. Ach so, ja, dann das Gegenteil. Ich finde, das ist schon ganz happig. Gut. Also, wir haben ja, glaube ich, nur einen Tag Zeit. Ich finde, wir könnten durchaus einen schönen Städtetrip oder so machen davon.
Können wir nicht irgendwie an den Strand oder sowas? Nee, ich finde, Strand ist nicht so schön. Da wird man sandig und so. Das gefällt mir nicht. Hm. Und es geht ja auch nicht um die Entspannung. Es geht, wir sollen ja selber auch noch was lernen. Wir sollten mindestens ein Museum besuchen dabei. Das wollte ich gerade fragen. Beim Betriebsausflug ist doch nicht auch einfach nur Fun irgendwie. Nee. Sie können sich nicht einfach an den Strand legen. Wissen Sie, wo man was lernt und Spaß hat? Nein. Im Van Gogh Museum in Amsterdam. Was sagten Sie? Ich sagte, das Van Gogh Museum in Amsterdam, das ist Kunst. Ja. Und man lernt viel über diesen tollen Künstler. Ja, also außerdem haben wir auch eine Pokémon-Ausstellung. Was? Ja, man muss doch nah an der Jugend bleiben und so. Die mögen alle Pokémon. Nein, ganz sicher nicht und nein. Kennen Sie eigentlich meine Bildersammlung? Oh, Pikachu? Ich habe ja ganz viele Pikachus in verschiedenen Stilen gemalt. Ich muss mich erstmal abregen. Entschuldigung, darf ich dann gehen? Also, weil ich habe ja dann jetzt schon den Job und ich muss ja auch noch was machen. Hallo? Philipp, warum ist diese Person eigentlich noch hier? Die kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht, woher ich sie kenne. Vielleicht ist es eine ehemalige Schülerin von uns, aber irgendwoher kommt die mir bekannt vor. Ja, wo haben Sie die eigentlich gefunden? Na, in der Bewerbung. Auf jeden Fall, wir müssen ja gleich noch... Muss jetzt hier bleiben und uns belauschen? Das ist kein Belauschen. Ich habe Sie eingeladen, hier zu warten, weil wir müssen ja gleich noch die Führung machen. Ja, Sie müssen noch hier bleiben. Sie können jetzt nicht einfach gehen. Also, wie machen wir jetzt weiter? Machen Sie es mir doch nicht noch schwerer. Wir können uns ja auf Amsterdam jetzt einigen, da können wir mit dem ganzen Geld ja auch noch schick essen gehen. Ja, also ich will dann essen gehen und wir fahren auf jeden Fall mit dem ICE dorthin. Von mir aus? Ja, und auch zurück und vielleicht können wir auch noch ein Bahnmuseum besuchen, vielleicht haben die da so etwas. Ein Bahnmuseum auch noch? Ja, also Sie wissen ja mein spezielles Interesse für Züge. Ja. Also das wäre mir schon wichtig. Oder wir teilen uns auf. Nein, wir teilen uns auf keinen Fall auf! Ja gut, dann machen wir das halt so. Das ist ja für die Gruppe und so. Sie wissen doch, wie solche Dinge funktionieren. Ja, scheinbar seien Sie mal leise, mein Telefon klingelt. Hören Sie das denn nicht? Nein, höre ich nicht. Hallo. Hallo, Barbara. Ja. Grüße an Barbara. Ja, Frau Bohnenkämper-Müller sagt hallo. Was? Oh. Okay. Was ist los? Alles klar. Was ist denn los? Sagen Toll. Sie es schon. Gut gemacht. Ja, was danke. Denn, Herr Philipp? Ja, was ist denn los? Barbara hat sich mit dem Budget vertan. Ist es noch mehr? Nein. Sie hat sich über eine Null vertan. Es sind 100 Euro. Okay. Aber nicht pro Person, sondern für alle. Was soll man denn mit 100 Euro machen? Für das ganze Kollegium 100 Euro. Ja, was? Da können wir nicht mal alle zusammen essen gehen. Da können wir ein bisschen Bus von fahren. Ja. Ja, dann gehen wir... Was wird das denn? Ich habe eine Idee. Ja. Wir sammeln einfach noch Geld ein. Und jeder gibt halt was rein. Was? Und dann machen wir das auf eigene Kosten. Was? Ich will jetzt nach Amsterdam. Ich habe doch gar kein Geld. Ich will nach Amsterdam jetzt. Ja. Okay, hallo. Ja, ich will Sie nicht unterbrechen, aber das mit Amsterdam und so, da bin ich ja sowieso nicht dabei und auch, das sollte ich vielleicht gar nicht alles wissen und wie gesagt, also der Erste-Hilfe-Kurs, der ist ja sowieso erst übermorgen oder was, oder in 3 Tagen, ich weiß gar nicht so genau, aber ich kann ja noch mal vorbeikommen, ja? Okay. Also, jetzt reißen Sie sich mal ein bisschen zusammen, wir sind hier gleich fertig. So, also ich muss sagen, ich bin mit dem Budget überhaupt nicht zufrieden. Ich finde das nicht gut, dass wir uns so tolle Pläne gemacht haben und jetzt sind die alle für die Katz. Also ich wäre, wie gesagt, dafür, dass wir das selber zahlen. Nein, also ich kann das definitiv nicht selber zahlen. Das finde ich, das ist vielleicht auch absolut nicht viel. Einfach hier. Vielleicht lade ich sie einfach alle zu mir nach Hause zu einer Vernissage ein und zeige ihnen meine ganzen Pikachu-Bilder. Das ist ja fast wie das Van Gogh Museum. Und danach können wir mit dem Geld noch, vielleicht kriegen wir ein paar Pizzen zusammen noch. Dann können wir Pizza essen gehen. Na gut, wir könnten vielleicht welche bestellen, dann besparen wir wenigstens die Getränke. Ist Ihre Mutter dabei? Ihre Mutter ist so eine nette, sympathische Frau. Die kann gerne vorbeikommen, wenn ihr das möchtet. Wohnt Ihre Mutter nicht bei Ihnen? Nein. Dachte ich immer. Nein. Naja, egal. Ja, arbeiten Sie das aus? Wie gesagt, ich habe so wenig Zeit. Ich würde mich dann schon wieder verabschieden. Mhm. Mein Daumen nach oben haben Sie. Machen Sie das auch fertig. Gut, dann wird das wohl so. Ja. Ja, hallo. Jetzt stehen Sie doch auf. Was sitzen denn so lange hier? Wir wollen doch weiter. Ja. Naja, wie auch immer. Okay. Ich habe erstmal noch ein paar Fragen an Sie. Also Frau Bohnenkämper-Müller meinte, dass sie ja kannte. Sind Sie wirklich immer zur Schule gegangen? Das würde mich ja interessieren. Nein, das kann nicht sein. Sie muss mich verwechselt haben. Das darf nicht sein. Naja, wie auch immer. Wir haben jetzt auch keine Zeit zu verschwenden. Also, Sie sind echt ganz schön am Trödeln hier. Los, komm jetzt.
jetzt tatsächlich sein? Also, ich wollte eigentlich nach Hause. Der Dackel wartet, Sie wissen. Sie haben einen Dackel? Mein Mann hat den Dackel, Sie wissen das doch. Egal, ja, auf jeden Fall müssen wir diesen Test jetzt wirklich machen? Ja, Frau Barbara. Frau hat das gesagt. Genau, Frau Barbara hat eine Fortbildung gemacht im Schwarzwald, wie Sie ja wissen. Und ja, ich weiß das besser als Sie. Ich war da auch schon mal. Ich war auch im Schwarzwald. Oh, auch eine Fortbildung gemacht. Fortbildung wir waren immer. Alle da. Naja, auf jeden Fall hat sie gesagt, wir müssen immer nah an der Jugend sein und deswegen sollen wir so einen Test machen, ob wir auch alle Jugendwörter kennen und sowas. Ich zwinge Sie nicht hier zu sein. Ja, Barbara zwingt mich hier zu sein, aber gut. Ja, na außerdem, gut. Wir sind hier im PC-Raum. Ich kenne das aus der Tagesschau. Die gute Dame dort liest jedes Jahr, liest sie mir ein Jugendwort vor und das kenne ich. Nur eins? Schauen Sie nicht vor die Vorauswahl, das ist noch lustiger. Naja, fangen wir jetzt einfach mal an. Wofür steht LOL? Lachen ohne lustig, lachen ohne Liebe, lachen ohne Laute? Also dieses LOL, also großes L, großes O, großes L geschrieben. Sagt man das L-O-L? L-O-L. Weil es ist ja Jugendsprache, das spricht man ja. L-O-L. Sagt das aber jemand ich so? Dachte, hab das ich heißt, noch nie gehört. Aber alles ist falsch, das heißt doch Last One Laughing. Das ist doch diese tolle Serie auf Prime. Mit dem Bulli. Was? Michael Bulli Herbig, ein großer Künstler unserer Zeit. Na gut, weiß ich jetzt auch nicht. Lachen ohne lustig? Naja, das muss ja das dann sein, weil man darf ja nicht lachen. Das ist ja eine Nicht-Lachen-Challenge quasi. Also muss das ja richtig sein. Ich würde eher sagen das Letzte, aber gut. Ohne Laute? Warum das denn? Ich weiß es nicht. Ich ja, kann guck, Ihnen das wir nicht haben, sagen. Können wir das nicht aufbereiten, warum das richtig Nein. ist? Also habe ich wohl recht. Wann verwendet man das Wort Sus? Dieses Mal alles klein geschrieben. Mhm. Wieso? Oder SOS wahrscheinlich. Wird das manchmal groß und manchmal klein geschrieben? Wenn etwas verdächtig ist, wenn man auf etwas keine Lust hat, wenn man etwas toll findet. Also ich finde, die Schüler haben nie Lust zu irgendetwas. Auf jeden Fall sagen sie mir das andauernd. Mhm. Deswegen gehe ich ja, vom Zweiten aus. Ja. Also Lustlosigkeit ist ja schon das Hauptproblem. Wenn man das L durch ein S ersetzt und das T weglässt, würde da auch so stehen. Hm. Aber das ist auch ein bisschen weit hergeholt. Naja, dann nehmen wir das wohl. Woher kommt das Wort Sus? Es kommt vom italienischen Wort Susalini, was merkwürdig bedeutet. Es kommt vom spanischen Wort Susanna Qualiga, was die kindliche Sprache bedeutet. Oder es kommt vom englischen Wort Suspicious, was verdächtig bedeutet. Ups, ich habe schon was angeklickt. Dann werden wir das nehmen. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch tatsächlich Können Sie nicht egal. Italienisch oder Spanisch oder Englisch? Ich kann alle diese Sprachen. Stimmt das denn, was da steht? Das stimmt, aber das ist mir... Ich weiß ja nicht, was es bedeutet und wie man das verwendet. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Ja gut, dann also das Spanische. Kindliche Sprache, das macht doch Sinn. Die sind doch auch jugendlich. Ja. So, wann verwendet man... Aber was hat das denn da mit dem hier zu tun? Keine Lust drauf haben? Kindliche Sprache? Na, wir sollten auch nicht das so viel darüber nachdenken. Das muss doch keinen Sinn ergeben. Das ist Jugendsprache, so. Philipp. Wann verwendet man das Wort Jeige? S-H-E-E-S-H geschrieben. Ja. Wenn man über etwas erstaunt ist, wenn man etwas lustig findet, wenn man müde ist. Die Schüler sind immer müde. Ja, ich werde auch müde, wenn ich dieses Quiz hier mache. Das könnte auch so eine Art von Gähnen sein, das Gähnen zum Ausdruck bringen. Ja, stimmt. Also müde. Müde. Ja. In welchem Videospiel wird das Wort schon wieder so's häufig verwendet? Rodeo, Stampede, Among Us, King Kong? King Kong kenne ich, den habe ich damals im Kino gesehen. Ist das ein Videospiel? Heißt das nicht Donkey Kong? Das kenne ich aus meiner Jugend. Ich kenne nichts davon, außer King Kong, da weiß ich, das ist ein Film. Aber ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn jetzt dazu gesagt, was das ist? Kindlich und? Merkwürdig. Merkwürdig? Ja, ich finde King Kong merkwürdig. Oder kindliche Sprache. Ich finde King Kong merkwürdig. Nehmen wir King Kong. Ja. Wann benutzt man den Ausruf... See you, Klammer auf, Klammer zu. Wie bitte? Ich habe... Wie soll man das denn aussprechen? Spricht man das überhaupt aus? Ist das Schriftsprache? Wenn etwas Cooles passiert, wenn man aufgeregt ist, wenn man etwas gruselig findet... Ich finde das hier gruselig, nehmen Sie gruselig. Ja, gruselig. Definitiv gruselig. Wen oder was bezeichnet man als Digger? Das habe ich auf dem Schulhof gehört, das sagen die andauernd zueinander. Dann wahrscheinlich einen guten Kumpel. Wahrscheinlich. Oder ein Feind. Oder einen engen Verwandten. Haben Kinder Feinde? Nee, enge Verwandte nicht. Die sind doch... Die einzigen Verwandten sind die Schnürschuhs. Einen guten Kumpel. Einen guten Kumpel. Ja. Weil ich glaube, der Hauptfeind der Kinder bin tatsächlich ich. Ich habe damit kein Problem, aber zu mir sagt niemand Digger. Deswegen. Zu mir sagt niemand Digger. Wen oder was kann man cringe finden? Oh, das kenne ich. In der,
Das kenne ich. Das habe ich in den Nachrichten gesehen. Einen guten Freund, einen leckeren Erdbeerjoghurt, wenn einem jemand mit nassen Händen ins Gesicht fest. Was? Einen leckeren Erdbeerjoghurt. Was? Nein, einen guten Freund. Wen oder was kann man cringe finden? Ich finde Erdbeerjoghurt ist cringe. Ja. Was drückt man mit dem Wort Same aus? Das ist Englisch, das heißt same. Ach so, ja, was heißt das denn? Was heißt same? Das Gleiche. Dass man eine Sichtweise mit einer Person teilt, dass man keine Lust auf etwas hat, das könnte jedes Wort sein. Dass man etwas cool findet, ja, dann das wahrscheinlich erste. Das Erste. Aber warum ist das Jugendsprache? Das macht doch überhaupt keinen Englisch. Sinn. Das ist Englisch. Die Kinder können gut Englisch. Die Kinder können überhaupt nicht Englisch. Zu welcher Kategorie gehört das Wort Geringverdiener? Ja, das bin ich. Beleidigungen, Scherze, Glückwünsche. Scherze? Also ein Scherz finde ich das nicht, dass ich so wenig Gehalt bekomme. Es ist eine Beleidigung für mich. Nehmen Sie, was Sie wollen. Ich will einfach nur nach Hause. Aber das Wort Geringverdiener ist ja keine Beleidigung. Es trifft ja einfach nur meinen Zustand. Also Glückwunsch kann es auch nicht sein. Ja, also ich empfinde es als Beleidigung, dass ich so wenig Vielleicht verdiene. Vielleicht ist es ein Scherz. Jugendwörter. Mit der modernen Sprache kennst du dich noch nicht so gut aus. Was? Probiere es noch einmal. Vielleicht klappt es da besser. 3 von 10 nur? Was sind denn die richtigen Antworten? 8,5 ist die durchschnittliche. 8,5 wussten das durchschnittlich. Machen denn nur Lehrer diesen Test, oder? Wo ist denn jetzt die richtigen Antworten? Ja, die kommen nicht. Ja, das funktioniert nicht. Lass uns doch noch einen anderen Test machen. Wir machen noch einen anderen Test. Der ist offensichtlich sehr fehlerhaft. Das ist doch nicht... Weißt du was? Der ist cringe. So, Philipp, dieser Test ist von 2008. Mhm. Ich glaube, da sind Sie selber noch zur Schule gegangen. Ja, deswegen müsste ich das jetzt perfekt definitiv können. Bin ich froh, dass ich sie nie im Unterricht hatte. Und der ist ja auf jeden Fall dann schon überarbeitet. Na gut, also, wir haben hier wieder, was heißt Digger? Ja, das hatten wir ja schon mal, Kumpel. Das hat man 2008 schon gesagt. Vielleicht heißt es auch tatsächlich was anderes oder es hat sich in der Bedeutung verändert. Aber gut, machen wir das. Wir bleiben bei Kumpel. Mhm. Was bedeutet D-Markig? Kennen Sie noch die D-Mark? Also ich kenne die noch. Ich kenne die D-Mark auch noch, aber... Das war ja doppelt so viel wert oder halb so viel? Man musste das Doppelte rechnen, also ist es dann teuer? Oder ist es günstig? Aber günstig ist keine Option. Es könnte auch Deutsche und Gabbana sein. D? Wegen der Marke? Ich sag teuer. Sagen wir teuer. Ich sag teuer. So, Frage 5. Moment, 5 von 19? Wieso sind wir... egal. Scheinbar scheint der Test nicht richtig zählen zu können. Der Test sollte auch noch mal in die Schule gehen. Ja. Was bedeutet Captain Wasserstoff? Das klingt lustig. Ich kenne Captain Blaubeer tatsächlich. Ja, keine Ahnung. Person, also heißt das, dass die Person... Also haben wir keine Ahnung? Oder Captain Wasserstoff heißt jemand, der keine Ahnung hat? Ich habe keine Ahnung. Klicken Sie keine Ahnung an. Person mit blondierten Haaren oder Waschmaschine? Nein, Person mit blondierten Haaren natürlich. Wasserstoffblonde Haare. Das ist richtig. Vertrauen Sie mir. Nein. Okay. Okay, Frage 7 ist schon wieder einfach hochgesprungen. Was ist das Münz Mallorca? Cola, Spanien oder Solarium? Was? Ich weiß es. Was soll das? Ich verstehe das nicht. Ich erkläre es Ihnen mal. Es ist das Solarium, weil auf Mallorca wird man braun, weil so viel Sonne da ist. Aber deswegen ist es nicht Spanien, sondern Solarium wegen der Münze. Weil man wirft eine Münze ein und dann wird man braun. Ja, 2008 hat man das gesagt. Ja. Da waren Sie wahrscheinlich auch schon ein Dinosaurier. Sie soll mich nicht wegen meines Alters angehen. Das habe ich Frau Barsch schon öfter gesagt und Ihnen auch. Ja, aber Sie kennen die Jugendsprache ja nicht. Was ist ein Spargelstecher? Woher soll ich das wissen? Ja, das... Waren Sie schon mal Spargelstechen? Nein. Kennen Sie das nicht, Spargel zum selber stechen? Ja, was hilft denn das? Naja, Sie also, das ja ist aber nicht Spargel die Definition, leisten. Die hier wahrscheinlich steht. Können wir das nicht als Betriebsausflug machen? Ew! Nein? Okay. Mai gibt es erst wieder Spargel, vorher nicht. Okay, spitz zu laufende Schuhe, grüner Spargel. Wahrscheinlich das hier, das ist das Einzige, was nicht... Das macht Sinn. Ja. Nächste Frage. Es ist eine sehr bildhafte Sprache, sehe ich hier. Was ist ein Achselkaffee? Das finde ich sehr lustig, das Wort. Duft, Deodorant oder Schweißflecken? Es ist natürlich Schweißflecken. Wir haben 2008 nicht nach Kaffee gerochen. Das ist doch ekelhaft. Nächste Frage. Wir kommen ganz schön schnell durch, aber nur weil die Zahlen irgendwie nicht stimmen. Es springt irgendwie ganz schön hin und her. Ja. Was ist ein Faltenbügler? Liegt das vielleicht an diesem Internet? Das Internet haben Sie neulich gelöscht. Ich habe nicht das Internet gelöscht, da war ein Kabel raus und das war nicht meine Schuld oder mein Fehler. Und ja. Barbara hat das geregelt. Okay. So. Ein Bügeleisen, Mama oder ein Schönheitschirurg? Ein Faltenbügler. Ein Bügeleisen wäre zu offensichtlich.
Aber diese Sprache ist hier anscheinend sehr einfach. Was ist das? Wahrscheinlich ein Schönheitschirurg, so wie... Ich habe das... Ja. Wir loggen das ein. Wir loggen das ein. Ich bin echt froh, dass wir nicht mehr 2008 haben. Ein Bildungsschuppen. Natürlich die Schule, da wo wir sind. Ein Kiosk oder ein Zoo? Ab jetzt werde ich immer vom Bildungsschuppen hier sprechen. Ich will nach Hause. Zurück nach 2008. Oh, hier kommt schon das Ergebnis. Da, verstehst du die Jugendsprache? Du bist richtig gut. Du weißt, wie man heute spricht. Du hast 16 von 19 Aufgaben richtig beantwortet. Da siehst du. Wie kann das sein? Wir haben überhaupt vielleicht 10 beantwortet, wenn überhaupt. Naja, auf jeden Fall haben wir ein Ergebnis. Ich würde sagen, wir können ja einfach das screenshotten und Frau Bahr schicken. Mhm. Und das andere ignorieren wir. Das ignorieren wir, weil ich finde, die Jugendsprache war 2008, war die sehr viel bildhafter. Das haben wir auf jeden Fall gut verstanden. Das konnte man sich noch so erschließen. Bei den Sachen von heute, was war das? Das sind nur Laute. Das sind einfach nur Laute, die aneinander gehängt werden. Das regt mich schon wieder auf. Ja, aber Herr Philipp, ich möchte jetzt bitte gehen. Ja, wir sind uns einig. Können wir jetzt gehen? Ich schicke das an Frau Bach und dann sind wir ja durch. Soll ich mein Handy holen, dass wir das fotografieren können? Nein, ich mache einen Screenshot. Was soll das heißen? Jetzt gehen Sie einfach weg. So, wie geht das?